Xbox Game Studios, Unreal Engine. Na? Jetzt, Monkey Island. Ist es laut. Monkey Island, Teil 2. Ich freue mich schon wahnsinnig. Oh, schön. Wir werden sehr viel reden über alle möglichen Spielszenen. Es wird auch später Mr. Malfoy kommen. Mr. Malfoy ist gerade noch arbeiten und wird dann so um eineinhalb Stunden wahrscheinlich vorbeischauen. Da sind wir so vielleicht bei der ersten Location dann mal durch. Na, mal gucken. Kommt's erfahren, wie es wird. Wir haben letztes Mal ja sehr viel diskutiert über die ganzen optischen Verbesserungen. Das haben wir ja diesmal nicht. Diesmal wissen wir, was uns erwartet. Jo, mal gucken, was meine Grafik heute macht. Das wollte ich nicht. So. Gaming Mode ist nicht an. Den mache ich jetzt mal an. So. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir. Also noch sieht man jetzt nichts natürlich, das kennen wir ja alles, das Intro. Ist ja alt. Jetzt. You must master the sword. I don't do this with just anyone. But I'm gonna put you up against the legendary machine. And the art of thievery. I can tell you've heard all about the amazing treasure in my possession. Oh. The salesmen have a sixth sense for customers trying to mess with our stuff. And the quest. The what? Treasure hunting, you sea urchin. We've been doing this for 33 years, and you're still as clueless as ever. Welcome, come in. Your timing could not be better. Oh mein Gott, wird das gut. I've met pigs that are scarier than you. Well now, look who's back to meddle in my affair. Ye must be even more stupid than you look. The quest for Guybrush. Available to play now. Yeah. Einige haben das schon gesehen. Ich habe es absichtlich nicht angeschaut, um mich nicht zu spoilern. Ah, geil. Deswegen auch hier Premium heute. Ah, man sieht es gar nicht gescheit. Premium Sea of Thieves T-Shirt heute. Unbedingt. Ah, geil. Geil. So, wir werden erst mal schauen, bei was ist neu. Oder das ist neu. Ein neues Seemannsgarn, ist klar. Versionshinweise interessiert mich jetzt erstmal nicht. Newsletter abonnieren. Bazaar Highlight. Es gibt jetzt das neue Kostüm. Genau. Das nicht angezeigt wird. Doch, jetzt. Okay. Das habe ich gesehen. Ah, genau, die Mad Monkey. Würde sich fast lohnen zum Kaufen. So, und das hier ist Dings, ein Schiff. Flemmer, LeChuck, Herrschaftszeiten, LeChuck. Ich wechsel immer die zwei. Genau. Und das habe ich jetzt noch nicht gekauft. Das sieht aber auch geil aus. Gibt's aber auch schon länger. Genau, und das hier ist das Einser. Genau, das kennen wir schon. Jo, ansonsten haben wir nichts Neues, passt aber.
Gucken wir mal im Piratenbasar, ob wir hier was kostenlos abstauben können. Immer bei Dingsbums, bei Pirat. Nö, doch da. Bei Diesgarten, Entermesser. Kann man jetzt drüber streiten, ob das schön ist, aber ich sage jetzt meinem geschenkten Gaul, gell? Schau mal nicht ins Maul. Ist okay, ist okay. Nein, nicht so, okay. Ich würde jetzt weitermachen, und zwar das einmal fertig, das ist neu. Datenbasar waren wir. Dann fehlt bloß noch eins. Wir spielen. Genau, wir können jetzt gleich direkt mit der Legende von Monkey Island starten. Ist an sich fast wurscht, weil du startest ja an jedem Außenposten. Und da gibt es ja auch den Start von Monkey Island. Aber wir machen es mal. Ich habe es noch nie gemacht. Schauen, was passiert. Mein eigenes Schiff nehmen wir mit. Mal wieder herstellen. Das ist ein bisschen kaputt geschossen. So. Dann segeln wir los. Mit der Circle of Death. Und Segel setzen. Sehr schön. Geil. Ah, oh, ich bin ja gespannt. Ja, genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Auf das Zirkus-Set. Wie sie das umgesetzt haben. Wir haben das ja schon per Fernglas gesehen das letzte Mal. Dass wir konnten nicht hinspringen. Angestellte des Monats. Du hast den Handelsbund im Rang Admiral beim Abschluss des... Ah, okay. Botschafterbuch habe ich ja letztes Mal gelevelt. Und habe ich jetzt wohl geschafft. Dass ich... dass ich mein Schwert jetzt hoffentlich bekommen habe. Da ist es vor Fortune aufgegangen. Interessant. So, und genau, wie ich gesagt habe, wir sind hier im Außenposten gespawnt, wie immer. Das Schiff ist da. Bloß wir wurden halt direkt hier hingesetzt zum, wie heißt es, glaube ich, da, zum Capsize Charters. Und können sofort loslegen mit Monkey Island. Ist okay. Charlie, Habaderi, grüß dich. Wie geht's dir? Bitte nicht spoilern. Ich schätze mal, du hast das schon durchgespielt. Ist ja gestern ja online. Und ich habe mal den Spruch in Realität umgesetzt. Never play on patch day. Nee, ich habe gestern keine Zeit gehabt. Deswegen gibt es heute endlich meinen Monkey Island Stream. So. Du freust dich bestimmt auch schon, dass ich hier intensiv mich mit dem zweiten Teil beschäftige. Ah, da kann man das alte auch noch starten. Die Reise nach Mealy Island und das zweite ist Mission für Guybrush. Ja, auf keinen Fall spiele ich das. Echt? Ist nicht deins, oder? Oh, Box bei Squeezy. Haber Derek, grüß dich. Prost. Prost. Trinken ist wichtig. Danke für deinen Wassermarsch. Ah. Moin, moin, sagt er. Moin, moin. ich habe auch noch Kaffee da, also Espresso haben wir vorher noch gemacht. Den gibt es auch noch. Ich muss ja fit bleiben heute. Ist doch klar. Genau, ich habe es vorher schon gesagt, Mr. Melfer kommt auch noch später. Der ist noch arbeiten und wird dann halt in mittlerweile fast eineinviertel Stunden zu uns stoßen. Also spätestens zumindest, hat er gesagt. Wie geht es dir? Mir geht's gut, den Umständen entsprechend, sage ich jetzt mal. Unser Sohn ist krank und ich habe heute Nacht nicht so gut geschlafen. Alle halbe Stunde habe ich raus müssen, weil der Kleine leider sehr gelitten hat. Er hat Fieber, also hohes Fieber hat er gehabt die Nacht. Und klar, da hat er einfach Schmerzen und ist mega genervt und weint. Ja, da habe ich heute bis heute Morgen um 4:30 ungefähr habe ich dann dauernd aufstehen müssen und dann hat er einigermaßen geschlafen. Da war ich dann schon froh. Aber ansonsten geht es mir gut. Also, ich habe heute Nachmittag nochmal kurz geschlafen, für eine halbe Stunde, glaube ich, habe ich nochmal kurz geschlafen. Und weil dann war eben wieder nach dem Arzt beim Schlafen. Dann habe ich auch schlafen können. Und seitdem bin ich wieder wach. Also, ich habe ein bisschen was nachgeholt. Aber von daher... alles okay, war jetzt nicht schlimm, das macht man ja gerne. Ja. Wie geht's dir? Wie war deine Woche vor allem? Wir haben ja heute Freitag, heute ist ja Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Ah. Dann hoffen wir, dass er gesund wird. Ja, auf jeden Fall. Also, der hat vorher schon wieder ein bisschen besser ausgeschaut. Zumindest das Fieber ist
voll runtergegangen. Also er hat jetzt vorher eine ganz normale Temperatur gehabt. Und er hat bloß noch anscheinend irgendwie Schmerzen. Also er hat auf jeden Fall noch im Mund so eine Entzündung. Immer so noch weg. Und das nervt ihn jetzt ziemlich. Aber das Wichtigste ist, das Fieber ist erstmal weg. Und von daher bin ich da schon mal sehr froh drum. Und kleine Kinder sind ja oft krank. Von daher, das werde ich noch öfter durchstehen müssen. Das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht und jetzt mal wieder, aber das war jetzt bisher das höchste Fieber. Mir geht es halb so gut. Habe ein paar Probleme, sonst kann ich mich nicht beschweren. Ein paar Probleme. Im Skill, beim Zocken oder Real Life? Ich hoffe nicht Real Life. Aber es klingt fast danach. Aber es ist wohl auch nicht so schlimm, glaube ich, so ich das höre. So, wir werden mal kurz mit der Captain Capsize reden, ob die was Neues zum Sagen hat. I'm Kate. I'll be your captain. Okay, es sieht danach aus, dass sie nichts Neues hat. Kreuzfahrtenbesichtigungstouren demnächst hoffentlich. Schöner Hut, was ist Capsize Charters, haben wir schon gehört. Warum bietest du Touren an, habe ich auch schon gehört. Genießt du das Leben auf der Sea of Thieves, das kennen wir alles schon. Das heißt, die wird nichts Neues haben. Die sucht immer noch nach Guybrush Threepwood. Oh, man könnte reingehen. Das wusste ich gar nicht. Ich bin hier in deinem Heim. Ist ein bisschen komisch, gell? Ist ein bisschen creepy. Ich geh mal raus. Auch im Real Life. Ah, okay. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu schlimm und du kannst dich gut mit heute mit Monkey Island ablenken. Ich werde mein Bestes versuchen. Deswegen, ich bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt draufklicke. Wahrscheinlich werden wir wieder rüber segeln. Okay, ich... Es ist echt so, ein bisschen so... Der Start ist das Schöne. Man weiß nicht genau, was man erwarten kann. So, jetzt bin ich gespannt. Ich drücke jetzt drauf. Okay. Ah, jetzt. Okay. Okay, wir werden es niederreißen, seine schönen Gedanken. Oh, hello. Captain Capsize has been gracious enough to inform me of all you've discovered. It seems that Guybrush's current predicament is no accident. I still believe that Guybrush can become the legend he wishes to be. He has many more adventures ahead. But first, we must free him from the clutches of his old foe. The Chuck's a pompous old blowhard, but he's still dangerous. And if Threepwood is out of the picture, he'll go after Elaine next. Ah, yes. I understand he has something of an infatuation. Er schwärmt immer noch für sie. That's one way of putting it. Anyway, the book also says there's a way to snap Threepwood out of whatever LeChuck's done to him. Then it seems the time is right to return to the Sea of the Damned. Allow me. Allow me. Wo geht's denn auf? Ich sehe es gar nicht. Da ist es, genau. Only Guybrush knows how to reach LeChuck. You must do whatever it takes to make him see the truth. If I were you, I'd start by visiting the island's House of Mojo. Something tells me you're already expected. Oh, ein richtig geiles Intro. Da wird man erst einmal so ein bisschen angeteasert. Ah, könnte ich jetzt was Cooles erwarten. Vor allem, man weiß, man muss jetzt wieder zurück in diese Stadt. Es ist schon mal cool, wieder zurückzukommen. Und dann geht's da weiter im Mojo-Laden. Da war mein letztes Mal, da hat er dann gesagt, dass ich wieder zurück muss. Cool, ich bin sehr gespannt. Wir machen das mal. So. Gut, dass mein Bot wieder da ist. Der Bot war letztens schlafen. Der war irgendwie weg, ich weiß nicht wieso. So, Circle of Death. Ich nehme jetzt keine Supplies mit, weil ist ja... Ach, da kommt ja schon die Musik. Krass. Weil es ist ja hier Quest und Seemannsgarn, da brauchen wir jetzt keine Supplies.
Ja, weil dieses Portal ist hier so nah, deswegen kommt hier sofort diese Musik vom Portal. Krass. Und hinten ist schon wieder dieser Nebel. Der Nebel des Todes. Ich finde den Nebel cool bei Sea of Thieves übrigens. Den sehr atmosphärisch. Wenn man durchfährt, man sieht gar nichts mehr. Man sieht nur was, wenn man nach oben sich schießt mit der Kanone. Das finde ich eine schöne Mechanik. So. Passt erst einmal. Dann gucken wir mal kurz. Ist hier keiner da. Alle spielen Seemannsgarn. Alle spielen Seemannsgarn. Keiner auf der Map. Sehr schön. Doch, ein Reaper ist da. Hidden Springkeep. Der macht wahrscheinlich die, das For Fortune. Oh, da ist auch noch einer. Fetcher's Rest. Interessant. Okay. Mal kurz korrigieren. So, und nein damit. Also der Sound ist jetzt wieder gut, wie ich höre. Keine Aussetzer mehr, Gott sei Dank. So, jetzt kommt wieder irgendein Gedankenspielchen vom Guybrush. Ja, genau, da ist das Schiff vom LeChuck. Geil! Ja, der geigt da rum. Kommst mir aber ganz schön nah. Oh, oh. Oh. Okay. Well, Nass, look who's back to meddle in my affairs. Ye must be even more stupid than you. Freeful belongs to me now, and that's the way he likes it. Ye can try and talk sense into him until you're blue in the face for all the good it'll do. But while ye waste your breath, I'll be doing as I please on the Sea of Thieves. Er hat's geschafft, das hier auf Thieves zu kommen. Mhm. Geil. Okay, also er hat es ja bisher nur geschafft, in dieser einen Quest in die Sea of Thieves zu kommen. Anscheinend ist er jetzt wohl richtig hier. Kann ich schießen? Ich glaube nicht. Immer noch ein Geisterschiff. Wie gut, echt. Es war jetzt überraschend, dass der an Bord kommt. Schön. Da sind wir wieder.